Schornsteinkunden. Ich stehe jetzt hier in einem kleinen Kabüffchen bei Eva und wir haben uns die doppelwandigen Verlängerungen vorgenommen. Das heißt, es steht hier auseinandergebaut, drei Teile, vier Teile, die du da sind, vor mir. Die bauen wir jetzt gleich kurz zusammen. Davor erkläre ich natürlich ein bisschen was zum Eigentlichen, und zwar doppelwandige Verlängerungen werden üblicherweise genommen, um jetzt Schornsteine zu erhöhen. Entweder weil irgendein Gaszug daneben ist oder weil ich wirklich Zugprobleme habe, der Schornstein Windlast auf dem Schornstein ist immer ein Problem, dann kann ich den Schornstein erhöhen. In dem Fall steht jetzt hier ein halbes Meterstück, das wäre also auch eine halbe Meter Verlängerung. Das gibt es ab 30 cm bis zu 2 Meter hoch, wobei 1,50 Meter abgespannt werden muss. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Und wenn ich jetzt hier an der Platte jetzt mal zeigen möchte, bevor ich es zusammenbaue, man sieht, die Platte ist von unten ein bisschen dreckig. Das sieht man auch, dass hier eine eckige mit abgekanteten Ecken ist, Einschub ist. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Kleber-Systeme haben runde Ecken, obwohl es runde Ecken nicht gibt, so nennt man das, runde Ecken. Und um da möglichst nah an die Flanke zu kommen, kantet man die Ecke. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, das in rund zu machen. Wir hatten es eben auch hier stehen, also runden Einschub. Es gibt die Möglichkeit, mit dem komplett quadratischen, rechteckigen, theoretisch auch dreieckigen Einschub zu arbeiten. Und das wird dann adaptiert, wenn man hier reinguckt, das wird dann adaptiert auf rund, ja, als sogenannten Klemmbandstutzen, so nennt sich dieses Stöpselchen, was hier oben rauskommt, schon gedämmt, auch in dem Fall einer Befestigungsplatte, die auch frei wählbar ist bei uns im Shop, vom Maß her. In dem Fall 1 mm Stärke, üblicherweise mit 0,6 Material verbaut, hier auch für die Rohre, das ist 0,6er Material. Ich kann es auch in 1 mm haben und die Löcher, sieht man, sind sehr nah am Rohr an sich angebracht. Ich kann die auch hier haben. Dieses Lochmaß, den Lochabstand, ist kein Maß, das Sie online jetzt bei uns vorgeben können, aber Sie können es natürlich uns einfach nennen, einen Kommentar schreiben und dann bauen wir das auch so. Es ist bei der doppelwandigen Verlängerung relativ einfach. Die drei Teile, vier Teile, die ich habe, nehme ich mit hoch auf den Schornstein. Dann wird entsprechende Bohrung gemacht auf dem Schornsteinkopf. Die Platte bzw. der Einschub rein mit der Platte dran. Und dann werden die Rohre einfach nur noch aufeinander gestellt. Ja, ein bisschen, gleich als Trick, ja, immer ein bisschen schräg, nicht gerade von oben, das geht überhaupt nicht. Und dann sitzt es schon. In dem Fall mit dem Schornsteinabschluss als konischen Abschluss, das gibt es als geraden Abschluss, das gibt es mit Regenhaube. All die Möglichkeiten, die wird auch einfach nach oben drauf gesteckt und gesichert wird alles am Ende, windsicher dann auch hier an der Stelle. Deswegen heißt es auch Klemmbandstutzen mit einem Klemmer. Das kann man natürlich auch vorher so vormachen, dann ist das normal. Dann wird das einfach nur festgeschnallt. So, und die doppelwandige Verlängerung, jetzt hier als halbes Meterstück gesehen, mit eben einem Mündungsabschluss drauf, wie gesagt, möglich, die Platten zu wählen, frei, bei uns im Shop, immer. Den Durchmesser des Rohres zu wählen, auch kein Problem. Das Plattenmaß vorzugeben, auch. Den Einschub können Sie bei uns online wählen. Und dann können Sie das Bauteil so zusammensetzen, wie Sie es bei Ihrem Haushalt benötigen, wie der Schornstein es braucht. Was die Höhe angeht, wie gesagt, bei uns Leber 30 cm, 50, 1 Meter, 1,50 Meter, 2 Meter. Es geht auch höher, aber ab 1,50 Meter muss so ein System abgespannt werden, dreiseitig oder zweiseitig. Und deswegen wird natürlich meistens verwendet, da haben wir ein bisschen 1,50 Meter Höhe, weil so eine Abspannung ist zu Hause meistens zu schön. Plattenstärke machen wir ab 500 mm standardmäßig 1 mm Stärke, ansonsten ist das 0,6. Man kann grundsätzlich immer 1 mm haben. Das kostet Aufpreis, das muss auch angefragt werden bei uns, weil es nicht sehr oft der Fall ist. Die meisten reichen völlig nur 6. Was ich auch haben kann, das bitte auch mit als Sonderwunsch, den können Sie online erstmal nicht so vorgehen, das ist jetzt glänzendes Material, ich kann das auch in matt haben. Matt ist dann tatsächlich in die Platte. Man sieht den Unterschied, die Sonnenspiegelung ist nicht ganz so extrem und jeder, der das vielleicht auf der Terrasse stehen hat, den würde ich matt immer empfehlen, weil die Spiegelung einfach viel, viel geringer ist. Von der Montagezeit haben wir hier irgendwas bei 10 bis 15 Minuten. Es ist sehr einfach. Das Schwierigste ist wahrscheinlich nur aufs Dach zu kommen. Ansonsten Bohrmaschine in den Schornsteinkopf reingebohrt, vier Löcher, vier Schlagdübel genommen und dann ist das eigentlich schon vorbei. Und der Schornsteinfeger wieder beruhigt. Der kann dann auch von oben reinigen oder mit die Möglichkeit, hier auch eine Prüföffnung dran zu haben. Das heißt, der kann dann auch seitlich reinigen. Das können Sie online bei uns konfigurieren.
Und wenn es mal ein Maß gibt, was wir jetzt online nicht auswählbar haben, dann haben Sie ganz unten bei jedem Schaumstoffverlängerungsprodukt haben Sie ein Freitextfeld, da schreiben Sie einfach das Maß rein und wir fertigen es dann genauso, wie Sie es brauchen. Und dann ist die Montage in ein paar Minuten gemacht. Wir wünschen viel Spaß dabei.